Der Bochumer Musiksommer hat, ich hätte es früher nie gedacht, aber schon irgendwie so unmerklich eine ganz große Bedeutung für mich bekommen. Das war am Anfang eigentlich auch ganz anders geplant. Mich hatte ja der Mike Litt von 1Live, der hatte mich irgendwann angerufen, wir kannten uns schon, und sagte, hast du Lust, das mitzumachen? Und wir, das Konzept war allerdings am Anfang ganz anders geplant. Es war gar nicht geplant, dass ich irgendwie Clubmusik spiele, sondern wir dachten erst so loungig, irgendwie so ein Ambient-Zeug, um halt mal was ganz anderes zu machen. Und da hatte ich schon im Kopf, oh, das wird irgendwie kompliziert, müssen mal gucken. Wir hatten auch schon geplant, da vielleicht so eine Live-Geschichte draus zu machen. Ich war dann doch irgendwie so ein bisschen erleichtert, als er dann sagte, oder sollen wir das Konzept irgendwie so machen, dass es tatsächlich irgendwie eine Club-Night oder so ein DJ-Gig von dir ganz normal auf der Straße stattfindet. Und das war am Anfang natürlich auch erstmal ein Experiment, weil ich wusste gar nicht, wie die Leute reagieren, weil im Club oder bei einer extra Veranstaltung kommen natürlich wirklich nur Leute, die das Ganze auch wirklich wollen, die diese Musik kennen und dann auch, sag ich mal, nach meiner Vorstellung danach abgehen. Und hier laufen halt Leute vorbei, die eigentlich mit der Musik teilweise gar nichts zu tun haben, die Musik nicht kennen. Und schon am ersten Abend, als ich da war, habe ich gemerkt, Irgendwas ist hier anders, weil alle Leute, die selbst die Musik nicht kennen und die Songs nicht kennen, irgendwie genauso abgehen, wie man das eigentlich kennt aus dem Club. Und ich glaube, das ist so was ganz Bochum-spezifisches. Ich weiß gar nicht, ob wir das in einer anderen Stadt machen könnten. In Bochum finden die Leute das einfach gut. Wir haben gemeinsam immer eine riesen Party. Das war vom ersten Abend bis zum letzten so. Und auch wenn ab und zu das Wetter nicht mitgespielt hat. Und deswegen hat sich das von Jahr zu Jahr immer mehr in meinen Kopf so eingebrannt, in eine Muss-Geschichte. Das muss einfach, wir müssen das machen. Und ja, jetzt ist was ganz Besonderes für mich. Beim Musiksommer kommen natürlich auch oft Freunde, die so einen nie sehen im Club, oder weil ich halt sehr viel international unterwegs bin oder sehr weit weg bin, kann natürlich nicht immer jeder mitkommen. Meine Eltern kommen dann auch immer. Beim Musiksommer sehen die natürlich dann auch irgendwie so, was ich im Club mache oder was eigentlich mein Job ist, was meine Eltern so eigentlich gar nicht wissen. Weil die gehen ja nicht in den Club und gucken sich das an. Und da haben sie wirklich mal die Möglichkeit zu sehen, was macht mein Junge da eigentlich auf der Bühne. Und es ist ja fast genau das. Und insofern macht es das dann auch wieder persönlicher, weil mein Vater steht dann irgendwie hinter mir und feiert mit, was ich so gar nicht kenne. Und auch Freunde, die so nie dabei sind. Und ja, das macht es für mich ganz persönlich und einzigartig auch jetzt im Gegensatz zu anderen Gigs. Ich glaube, ein ganz großer Unterschied bei den Fans, oder ich möchte gar nicht unbedingt Fans sagen, es sind nämlich beim Bochumer Musiksommer viele Leute, die mich noch von ganz früher kennen, als ich noch im Tarmcenter gespielt habe in Bochum. Und das ist natürlich so eine Tradition, die gerade bei den Leuten, die jetzt in meinem Alter sind, die alle damals in meinem Alter oder als sie jünger waren, im Tarmcenter gefeiert haben und jetzt vielleicht nicht mehr so viel rausgehen, die sind an dem Abend alle da und freuen sich irgendwie, ja, dass das so ein bisschen weitergeht, ne, wie es damals war. Man kann natürlich die alten Zeiten nicht zurückholen, aber das war schon eine geile Zeit, die wir alle damals hatten, und irgendwie nimmt man das so ein bisschen mit zum Musiksommer. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, und ich würde es jetzt wirklich nicht meine Fans nennen, sondern einfach Leute, die mit meiner Musik oder mit mir gleichzeitig irgendwie aufgewachsen sind in Bochum, die jetzt halt sagen, wir freuen uns jedes Jahr irgendwie wieder so ein bisschen was von dem alten Spirit mitzunehmen. Und ja, es war einfach damals eine geile Zeit, und ich versuche halt die Leute wiederzusehen, und die freuen sich auch, wenn sie mich wiedersehen, hoffe ich zumindest. Und wir eine gemeinsame schöne Zeit haben. Warum ist es für mich eine Herzensangelegenheit? Ich glaube, das ist ganz einfach zu erklären, weil ich mich persönlich auch als Bochumer fühle. Also ich wohne zwar in Witten, aber arbeite jetzt, halt jetzt im neuen Studio auch wieder in Bochum. Ich wollte eigentlich wollte ich aus Bochum nie raus, aber ich habe halt eine schöne Ecke gefunden zum Wohnen. Aber das ist eigentlich für mich auch fast Bochum. Insofern, ich gehe in Bochum einkaufen, wir gehen in Bochum, gehe ich mit Freunden raus. Ich gehe hier ins Bermuda-Dreieck was essen, abends raus, wenn ich in zu Hause bin. Also ich fühle mich halt als Bochumer, und deswegen ist halt dass die Veranstaltung in Bochum und Bochumer Musiksommer heißt, und ist halt so eine Heimatangelegenheit für mich. Und insofern ist das für mich was ganz Spezielles, und Bochum wird für mich immer so irgendwie so gefühlt meine Heimat sein. Bochum von hier aus. Bochum von hier aus.